Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen auf dem Rekordniveau. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Gesundheitsreport 2019 der Techniker Krankenkasse deckt es auf. Die Krankentage wegen psychischer Störungen sind auf dem Höchststand im Jahr 2018 angelangt. Dies deckt sich auch mit den täglichen Erfahrungen und Anfragen, die uns auf Rentenbescheid 24 erreichen. Die Zahlen der Techniker Krankenkasse belegen es eindrücklich. Die Fehlzeiten wegen psychischer Störungen dominieren den Krankenstand. 2018 gab es 6,1 Millionen Arbeitsunfähigkeitszeiten, AU-Zeiten genannt. 82,3 Millionen Krankentage als Fehltage. Es stiegen die Krankenmeldungen im Vergleich zu 2017 um 2,5% an. Die Dauer der Krankenzeiten sind nahezu gleich geblieben. Die Spitze der Fehlzeiten im Jahr 2018 machen die psychischen Erkrankungen aus. Laut Aussage der Techniker Krankenkasse dominieren hier oder hat man vier psychische Störungskomplexe zusammengefasst. Und zwar die depressive Episode mit 72,9 Arbeitsunfähigkeitstagen je 100 Versicherungsjahre, Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, rezidivierende depressive Störungen mit 35,6 Arbeitsunfähigkeitstagen und andere neurotische Störungen. Allein im Bereich der depressiven Störungen und Episoden kommen hier im Jahr 2018 auf 100 Versicherungsjahre sage und schreibe 108,6 Fehltage. Dies macht ca. 7% aller gemeldeten Fehltage aus. Nach unseren Berechnungen, also wir haben praktisch alle Krankentage für die vier Komplexe zusammengefasst, kommen wir im Jahr 2018 auf 192,6 AU-Tage im Jahr, bezogen auf die psychischen Störungen insgesamt, und zwar gefolgt von ca. 123 Arbeitsunfähigkeitstagen wegen Erkrankung der oberen Atemwegsorgane und dann gefolgt Erkrankungen am Muskel- und Skelettsystem. Das können Sie alles nachlesen im Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse von 2019. Wir haben auch hier einen entsprechenden Beitrag im Internet veröffentlicht. Auch Studenten sind ganz stark von psychischen Erkrankungen betroffen. Die Erkrankungen der Psyche nehmen immer mehr zu. Sie führen in Summe immer mehr zu Arbeitsausfall und Einkommensverlusten, zum einen bei den Versicherten und aber auch bei den Arbeitgebern. Frauen sind besonders von psychischen Erkrankungen betroffen. Nach Prognose der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, sollen die psychischen Erkrankungen schon die Haupttodesursache vor Alzheimer und Diabetes sein. Damit ist auch klar, und das können wir ableiten aus den, was wir auf Rentenbescheid 24 immer erleben, dass die psychischen Erkrankungen die Hauptursache für die Beantragung von Erwerbsminderungsrenten sind. Sie haben Fragen zum Thema Erwerbsminderungsrente oder zur Bewertung Ihrer Erkrankung, ob diese für eine Erwerbsminderung ausreichen würde, dann nutzen Sie unser umfangreiches Beratungsangebot auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.